Ja, hallo und guten Morgen, liebe YouTube-Freunde, Freunde meines Kanals Spätzle King. Es ist Montag, der 22. April 2019 und ich habe mir heute mal gedacht, ich fange mal eine neue Videoserie an und zwar geht es heute um die schönsten, besten, meine Lieblingsbiergärten in meiner Umgebung. So, und jetzt bin ich hier in Welzheim gelandet. Drehe ich euch mal um und jetzt, was sehen wir als erstes? Hoppla, das ist doch noch kein Biergarten, das ist doch einfach irgendwie eine gottverlassene Bahnstrecke und ein Bahnhof, das ist richtig. Es handelt sich hier nämlich um die Station Tannwald. Und zwar verkehrt hier die Schwäbische Waldbahn. Das ist die Strecke von Schondorf nach Welzheim. Das ist die vorletzte Station hier. Und hinter diesem Bahngebäude betreibt der Thomas Linzmeier einen wunderschönen Biergarten. Eigentlich mein Lieblingsbiergarten bei mir in der Umgebung. Ja, nachher fährt hier dann heute zufälligerweise auch noch ein Dampfzug. Das werden wir natürlich auch filmisch festhalten. So, dann geht es aber mal ein Stück weiter Richtung Biergarten. So, ich habe erfahren, gerade eben hier von dem ganz netten Bahnhofsvorstand heute, Diesellok kommt als Diesellok, nicht als Dampflok. Dampflok ist noch nicht fertig. So, aber wahrscheinlich ab nächsten Wochenende wollen sie wieder mit Dampf fahren. Aber jetzt so alte Diesellok können wir sich doch jetzt auch mal angucken. So, hier ist richtig was los. Hier auch mal einen Blick auf das Bahnhofshäusle Tannwald. Mal gucken, wenn er nachher noch mal zurückkommt, werde ich vielleicht noch mal beim Ausfahren von Tannwald noch mal filmen. Das soll das erste gewesen sein, alles klar. So, jetzt haben wir hier die Außenaufnahme von Welzheim. Wunderschöne Bäume. Ich nehme euch jetzt mit. Es ist kurz 11.27 Uhr war es, genau wie der Zug eingefahren ist. Sommer eigentlich ein super Platz hier, immer recht kühl, weil wir in Welzheim auch relativ hoch liegen. Es ist nicht ganz so bullenheiß im Sommer wie bei uns unten im Remstal. Wirklich auch ein tolles Angebot an Biere, Augustinervertrag und Franziskaner und wechselnde Biersorten. Also hier wird relativ viel geboten. So, mal gucken, was nachher noch zu essen gibt. Bis später. Ja, liebe Freunde, so stellt man sich einen perfekten Frühschoppenmorgen vor. Perfektes Wetter. Ein schönes Franziskanerweißbier im Welzheimer Biergarten. Mach mal einen schönen Schwenk. Das Tolle ist, die haben hier auf dem Dach oben noch eine Tuba auf dem Kamin. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Einfach nur toll gemacht.
Zusätzlich haben sie für schlechtes Wetter noch ein Zelt hier hinten. Es sind auch Vorträge im Sommer. Man kann also auch, wenn es wirklich mieses Wetter ist, da drin sich aufhalten. Haben wir schon mal gehabt vor ein paar Jahren am 1. Mai. Da war es derartig verregnet. Da waren wir echt froh, dass hier dieses Zelt stand. Ja. Was noch ist, ist da hinten natürlich für die Kinder noch ein Kinderspielplatz. Und vielleicht gehe ich nachher noch dran vorbei. Ein Minigolfplatz. Ansonsten schöne Bäume, auch hier mitten in der Blüte, Kastanien, wie sie das gehört. Ein Biergarten wie im Bilderbuch mit diesen klassischen Biergartenstühlen. Wir haben einen Kiesboden, wie sich das gehört in Bayern. Und noch eine umfangreiche Speisekarte. Okay, so weit. Alles lecker hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video auch lesen kann. Natürlich mal wieder hier Schatten. Tolle Sache. So, alle stürmen zum Bahnsteig. Das Ganze rückwärts, das war jetzt ein bisschen arg spontan hier. Wagen, sogenannten Silberlinge, kann ich mich noch recht gut an meine Jugend erinnern. Ich gehe jetzt noch mal ganz vor an die Lok, dass wir auch den schönen Diesel-Sound hören können. Ihr wisst, Rohdiesel. Genießen wir das, solange wir das noch genehmigt haben, dass sowas fährt. Ich hoffe, der Junge gibt nachher beim Abfahren ordentlich Gas. Alle Türen sind zu, jetzt können wir mal wieder richtig Gas geben. Leute, genießt einfach den Sound einer alten Diesellok, solange es sowas noch in Betrieb gibt. Gib noch richtig Gas! Schön Feinstaub! Feinstaub pro Diesel! Also er scheint auch ein Dieselfreak zu sein. Wie geht's dir dann, Flug? Nächstes Wochenende noch nichts, oder? Wo ist die Kreuzheim oder? Nein. Jawohl. Vollgas!
geht sie hin. Ich finde es einfach wieder ein tolles Engagement. Eisenbahnfreunde Kochertal, die hier quasi diese Strecke wiederbelebt haben und hier wirklich den ganzen Sommer über mit Diesel und Dampf unterwegs sind. Ein Engagement, das meine ich nicht hoch genug zu würdigen. Weiß, schätzen muss in der heutigen Zeit. So, das war's mal wieder. Jetzt werden wir uns mal Richtung Mittagessen begeben. So, was es hier auch noch gibt, ist ein sogenanntes öffentliches Bücherregal. Tolle Sache, hier kann also jeder Bücher mitnehmen, Bücher reinstellen. So. Also bevor man sowas irgendwie auf dem Flohmarkt verhökert und es trotzdem der Allgemeinheit zugänglich machen will, finde ich cool, dass man hier Chef persönlich seine Bücher quasi hier loswerden kann. Des Weiteren muss ich noch sagen, was ich super finde hier in dem Biergarten, ist, dass man hier ein öffentliches WLAN hat. Also ich sagte mal, auf dem Land gäbe es sowas nicht von wegen. Hier ist man voll online und alles umsonst. Super Sache, muss ich sagen. So, hier noch kurz ein Blick auf den Minigolfplatz, der mit zum Biergarten gehört. Und ein Blick auf den Kinderspielplatz. Ich glaube, ich habe vorher vergessen, mein Mittagessen zu filmen. Ist aber auch egal. Es gab lecker Kartoffelsalat und Fleischkäse. Vielleicht schiebe ich noch ein Bild zwischen rein, mal sehen. Okay. So Leute, ein Schlussresümee. Es war ein schöner Vormittag. Ich empfehle jedem mal nach Welzheim zu kommen, diesen Biergarten zu besuchen. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zu einem anderen Video an einer anderen Stelle. Tschüss miteinander.